Hallo Freunde und Modellbahnkumpels. Meine alte Anlage ist leider immer noch da. Was heißt leider? Ja, ich habe da jetzt ein bisschen was wieder festgemacht. Alles fest. Ja. Hätte vielleicht noch ein bisschen Schotter drunter machen sollen. Bei eBay stand die Anlage bei 56 Euro oder 65 Euro Mindestpreis und da habe ich aber gesagt, nein, das gibt's nicht. Ich denke doch schon, dass sie wenigstens ihre 150 Euro wert ist. So, und da sie jetzt noch da ist, gibt es nochmal ein Vorstellvideo von dem neuen Triebzug. Den habt ihr jetzt gerade bestimmt schon gesehen. Und zwar ist das der Talent. Hier ist die Verpackung dazu. So. Und den werde ich euch jetzt nochmal vorführen. Oh, ey, dieses scharfe Essen. Werde ich euch jetzt nochmal vorführen. Solange die Anlage halt noch da ist, kann ich euch auch noch Videos zeigen. Auf die große Anlage werde ich wahrscheinlich nicht mehr fahren. Das hat seine Gründe. Ja. Die werde ich euch aber nicht näher erklären. Ich denke, wir lassen das Thema einfach, okay? Gut, dann zeige ich euch jetzt mal den Talent. Er fährt eigentlich relativ gut, auch auf meiner kleinen, wie sagt man so schön, Müllanlage, sagen ja viele. Aber ich finde, so müllig ist er gar nicht. Es fährt ja schon relativ viel. Also natürlich große Schnellzugwagen. Ich werde es aber noch mal testen, da ich ja jetzt hier die Weichen rausgenommen habe. Kann ich ja nochmal versuchen, ein paar Schnellzugwagen von der großen Sorte zu testen. Also geht's jetzt los. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob das normal ist, dass das so komisch klingt. Und jetzt stellen wir hier um. Das hat nämlich einen ganz großen Grund. Nein, es sind nicht die Weichen, sondern weil man ja nur noch in eine Richtung den Berg hochfahren will. Und das will ich euch ja hochfahren kann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hochfahren kann. Und das will ich euch ja nachher dann noch zeigen. Also auch die Gleisspannung habe ich jetzt so in Ordnung gebracht, dass es eben keine unterschiedlichen Geschwindigkeiten mehr gibt. Ja, die Anlage dann später ersteigert oder erwirbt, kann sich entscheiden, ob er dann wieder Trixgleise drauf machen möchte oder die Pico-Gleise ersetzen. Quatsch, umgekehrt. Oh Mann, was ist denn heute los? Also der fährt sehr schön, der Dieseltriebzug. Gibt's nichts. Trotz Pico-Gleise. Das ist für den kein Problem. Und der entgleist auch nicht oder so. Könnt ihr jetzt noch den zweiten betriebsbereit machen? Ich habe ja noch einen in Blau, Gelb von Nordbahn, Nord-Südbahn. Dem Guten fehlt aber leider eine Achse. Deswegen denke ich mal, dass das nicht so prickelnd wäre, den fahren zu lassen, wenn da eine Achse in der Mitte fehlt.
Ist übrigens auflösen Zweiteiler, nicht so wie der hier ein Dreiteiler. Gut, wie ich schon angekündigt habe, lassen wir jetzt wieder einen Berg hochfahren. Auch das funktioniert einwandfrei. Gut, das war der Talent 1 von Regiobahn. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wird wohl doch nicht das letzte gewesen sein, solange die Anlage noch hier steht. Denn ich habe noch einen zweiten Triebzug. Den gelben. Den da. Den müsste ich euch auch noch vorführen. Aber wie gesagt, den guten fehlt eine Achse. Ich könnte, wie gesagt, hier eine Achse rausnehmen und die da drüben einsetzen, habe ich aber wirklich keine Lust, den kaputt zu machen oder rumzufummeln. Ich bin froh, dass er so schön fährt. Und das muss nun wirklich nicht sein. Da warte ich lieber, bis Brava mir die Achsen für 15 € schickt. In dem Sinne, Freunde, tschüss.